Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja, mich hat tatsächlich erstmal verwundert, dass obwohl wir einen Dringlichkeitsantrag gebracht haben oder gestellt haben, schon im letzten Plenum, dass Herr Barlin und seine SPD-Fraktion jetzt vor mir gesprochen hat. Herr Barlin, unser Antrag ist schon einen Monat alt. Gleichwohl dürfen Sie hier sozusagen vor mir sprechen, aber das gibt mir die Gelegenheit, durchaus nochmal dieses, was Sie hier völlig falsch dargestellt haben, nochmal wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ich bedanke mich für diese Redewendung. Einen Moment bitte, Herr Schult, wir stoppen jetzt einmal die Zeit für alle noch einmal zur Erklärung. Wir hatten dieses Thema auch im Ältestenrat und es ist so, Herr Schult, dass hier die Geschäftsordnung eindeutig ist, also dass die stärkste Fraktion an erster Stelle kommt. Insofern, das haben wir auch besprochen, ist es laut unserer Geschäftsordnung die vorgesehene Reihenfolge. So, Herr Schult, jetzt haben Sie, ich glaube, damit ist dieser Punkt jetzt auch ausreichend behandelt worden und wir sollten zum eigentlichen Thema kommen und dazu hat jetzt Herr Schult das Wort, um seinen Antrag, oder nicht seinen, sondern den der AfD-Fraktion einzubringen. Bitte, Herr Schult. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. In der Tat, es gibt mir die Gelegenheit, jetzt noch mal auf einiges einzugehen. Wir haben diesen Dringlichkeitsantrag damals gestellt, weil es ein Thema ist, was durchaus dringlich war, zur damaligen Zeit schon. Die Vorfälle in der Schule, im Gymnasium Ribnitz-Damgarten haben deutschlandweit für Aufregung gesorgt. Herr Barlin tat es wieder hier. Herr D'Acunha hat wieder davon gesprochen oder damals davon gesprochen, von einer Täter-Opfer-Umkehr. Und ich muss noch mal ganz klar sagen, das Opfer ist hier eindeutig das Mädchen, was vorgeführt wurde vom Schulleiter und von der Polizei. Und das bezeichnet Sie jetzt hier als Täter. Das ist unerträglich. Und man muss natürlich sich jetzt einfach mal das vergegenwärtigen, Herr Barlin. Es ist eine Chronologie des Versagens der Landesregierung und auch einiger Mitarbeiter. Das muss man so klar benennen. Denn was da passiert ist, das ist einfach inakzeptabel, insbesondere für uns Eltern, aber auch für die Schüler. Wie wollen wir da weitermachen, wenn es so jetzt an unseren Schulen nachher gang und gäbe ist? Ich möchte Ihnen das noch einmal vergegenwärtigen. Auch die Berichterstattung der Landesregierung, das gehört natürlich dazu, da wurde davon gesprochen, dass ein Mädchen sozusagen ein Pulli trägt mit der Aufschrift HaHa. Ja, das ist die Kleidermarke Helly Hansen. Da wurde davon gesprochen, dass ein Mädchen dort gepostet wurde, dass sie den rechten Arm hebt. Das kennen Sie alle bei WhatsApp, das schickt mir meine Tochter 5-mal am Tag. Das ist ein rechtes Mädchen, was mir in der rechten Hand winkt. Das wurde sozusagen durch die Berichterstattung der Polizei, wurde die Sache scharf gemacht. Und es hat unglaubliche Wellen geschlagen. Und ich möchte Ihnen das jetzt nochmal ins Gedächtnis rufen, was dort tatsächlich vorgefallen ist. Am 26.02., werte Kollegen, ist eine E-Mail eingegangen, in ganz klar denunziatorischer Absicht verfasste E-Mail beim Schulleiter des Gymnasiums Ribnitz-Damgarten. Denunziation, klar, offensichtlich, ein Mädchen namens Loretta ruft zu Ausländerhass, steht da drinne auf, zeigt sich offen als Nazi und es steht noch ganz klar dahinter, persönlich kenne ich sie aber nicht, mit Rechtschreibfehlern übersät. Was macht der Schulleiter? Nein, er ruft nicht die Eltern an, er spricht auch nicht das Mädchen an. An 24 Stunden später, 9.45 Uhr am 27.02. nimmt er den Telefonhörer in die Hand und ruft die Polizei. Das muss man sich mal vorstellen. 24 Stunden später, es war genug Gelegenheit, mit dem Mädchen zu sprechen und diese angeblich schlimmen Inhalte, die überhaupt nicht strafrechtlich relevant sind, Herr Barlin, das haben Sie nämlich an dieser Stelle unterschlagen, hätte man nämlich ausräumen können. Aber wo kommen wir denn dahin, wenn der Schulleiter oder unsere Schulleiter jetzt so agieren, sofort die Polizei rufen und die Schüler derart an den Pranger stellen? Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das muss eben auch so klar benannt werden für die Zukunft. Und deshalb bin ich auch froh, dass dieser Fall jetzt von einem Verwaltungsgericht sozusagen nochmal geprüft werden wird. Aber dazu komme ich später. Die Mutter hatte versucht, mehrmals versucht, danach den Schulleiter zu kontaktieren, werte Kollegen. Mehrmals versucht, ihn anzurufen, 3-mal angerufen, um Rückruf gebeten. Erst einen Tag später, am 28.02., rief er sie zurück und verwies darauf, dass er gar nicht anders handeln hätte können, weil es nämlich ein Rundschreiben des Bildungsministeriums gab, das vorsieht, dass sofort die Polizei gerufen werden muss. Bei Missbrauch digitaler Medien. Dieses Rundschreiben bezieht sich aber auf Notfälle und Missbrauch digitaler Medien meint in diesem Fall Kinderpornografie, werte Kollegen. Und natürlich muss dann die Polizei gerufen werden. Aber dieses Mädchen Loretta hat in ihrer Freizeit was gepostet bei TikTok, was überhaupt nicht strafrechtlich relevant ist. Und dann kommen sie daher, da kommt der Schulleiter daher und ruft die Polizei. Und was dann noch passierte, die Polizisten haben sich das im Lehrerzimmer angeschaut, haben sozusagen gesehen, okay, da ist ja gar nichts, da können wir... Ja. Anstatt dann wieder abzudampfen, nein, gehen Sie alle vier, gehen zum Klassenzimmer und holen das Mädchen
aus dem Unterricht. Der Schulleiter ist reingegangen, die Schüler sagten aber, dass sie sozusagen die Polizisten natürlich gesehen haben. Auch das Eintreffen der Polizei wird an so einer Schule selbstverständlich bemerkt. Man nahm das Mädchen mit, wieder zurück ins Schulleiterzimmer und hat dann sozusagen eine Gefährderansprache durchgeführt, obwohl man diesem Mädel überhaupt nichts vorwerfen konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Krönung ist ja, werte Kollegen, die Krönung ist ja, dass dieses Verhalten des Schulleiters, was völlig inakzeptabel war, unverhältnismäßig war, dass dieses Verhalten der Polizei inakzeptabel war, weil unverhältnismäßig war, dass dieses noch von der Landesregierung gutiert wird und zu sagen, naja, okay, die Verhältnismäßigkeit ist gegeben. Frau Oldenburg stellte sich demonstrativ hinter den Schulleiter und hat gesagt, das ist sozusagen gerechtfertigt, man kann ja nicht wissen, was dort steht. Liebe Kollegen, wo kommen wir denn dahin? Und da bin ich dem Landeselternrat sehr dankbar, dass er das so deutlich auch formuliert hat. Wo kommen wir denn dahin? Die ersten Ansprechpartner bei solchen Dingen sind doch wir als Eltern. Es kann doch nicht sein, dass die Schule in dieser Weise auf unsere Kinder einwirkt. Und das ist völlig inakzeptabel. Und dass das natürlich kein Zufall ist, das zeigt ja, dass der Schulleiter durchaus vorher auch schon mal sich politisch geäußert hat. Ein Schulleiter, offensichtlich mit SPD-Parteibuch, können Sie genau hinhören, postet zum Holocaust-Gedenktag, Herr Barlin, auf der offiziellen Schulwebseite postet der Schulleiter einen Beitrag, wo er Björn Höcke noch zitiert, und dann sagen Sie, das ist kein Eintragen oder kein Einbringen dieser politischen Bildung in die Schulen. Das ist doch inakzeptabel, dass auf der öffentlichen Webseite sich der Schulleiter derart sozusagen äußert. Da muss der Beutelsbacher Konsens ganz klar eingehalten werden, und das dürfen wir uns so nicht gefallen lassen. Die politische, und das ist ja die Quintessenz unseres Antrags, werte Kollegen, dass die politische Auseinandersetzung immer mehr in die Schulen getragen wird. Wir wissen, wir haben Wahlen, Juniorwahl 2024 steht an. Das heißt, die Kinder werden zu Recht auch über Demokratie, über Wahlen und über Parteien in den Schulen aufgeklärt. Aber da ist es doch wichtig, dass das objektiv passiert. Dass sozusagen dieser Beutelsbacher Konsens, dieses Überordnungsverbot, dieses Kontroversitätsgebot, dass das dort auch angewandt wird. Und wenn ich mir den Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft Nico Leschinski, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft in Mecklenburg-Vorpommern, der GIW, anschaue, wenn der im Blitz sich äußert, und das hat eine Auflage von über 100.000 Exemplare, ich zitiere, die AfD-Mitglieder in Führungspositionen äußern gelegentlich Träume von Deportation und Vergasung ihnen missliebiger Menschen. Liebe Kollegen, das ist unfassbar, und da sagen Sie noch, ja, also es ist unglaublich, dass dieser Mensch, der ist sozusagen das Sprachrohr, das Gewerkschaftssprachrohr der Lehrer, und das äußert er in dem Blitz, in einer Anzeige, und fordert die Lehrer auf, Haltung zu zeigen und das natürlich in die Schulen zu tragen, und er endet mit dem Satz, Demokratie braucht keine Alternative. Wir sind rechtlich dagegen vorgegangen, natürlich als Partei, aber das zeigt Ihnen, wie weit das Klima schon vergiftet ist zum Teil an unseren Schulen. Das zeigt es doch Ihnen, dass Sie sozusagen die Lehrer sich bestärkt fühlen, jetzt gegen oder auf die Schüler einzuwirken und zu sagen, hier müssen wir eine klare Linie ziehen. Und das ist ja für die Demokratie. Wer definiert die Demokratie? Die Demokratie ist immer die Meinung, auch die Meinungsfreiheit, auch der Andersdenkenden, Herr Nözel. Das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen. Und das ist wirklich inakzeptabel, dass solche Dinge vermehrt in die Schulen getragen werden vom Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft, aber auch natürlich Lehrer. Ich will es noch mal ganz offen sagen. Das ist jetzt keine Generalschelte gegenüber den Lehrern in unserem Land. Es gibt viele Lehrer, die sich an den Beutelsbacher Konsens halten. Aber glauben Sie mir, es gibt auch ganz viele Zuschriften, die ich bekomme als bildungspolitischer Sprecher, wo wirklich massiv gegen die AfD agitiert wird in den Schulen. Und das ist nicht die Aufgabe der Lehrer, das muss man mal ganz klar feststellen. Sie sollen über Politik berichten, sie sollen über Politik aufklären, über Demokratie, über Wahlen, aber nicht einseitig über Parteien oder über ihre Parteipräferenzen das dort in den Unterricht tragen. Und Herr Barlin sprach ja von Hass und Hetze und von Demokratie und was er sich sozusagen hier auch alles vortrug, um die Opposition mundtot zu machen. Aber, werte Kollegen, die Demokratie lebt doch gerade vom Austausch der Meinung. Die lebt doch von einer vitalen Streitkultur. Die lebt doch davon, dass wir uns hier hinstellen können und nicht, dass jemand nach vorne geht und sagt, das ist aber alles Hass und Hetze, was Sie hier vortragen, und Sie sind gegen die Freiheit, demokratische Grundordnung. Wer definiert denn Hass und Hetze? Nein, wir sind für die Freiheit, demokratische Grundordnung, und uns per se Hass und Hetze zu unterstellen, damit treten Sie die Demokratie mit Füßen. Das entscheiden nämlich nicht Sie, Herr Barlin,
das entscheidet der Wähler da draußen. Und es muss diese Möglichkeit geben, das auch kontrovers zu diskutieren. Und Sie verfallen in totalitäre Zeiten zurück, wo Sie sagen, der politische Gegner, der ist sozusagen inakzeptabel, der sät Hass und Hetze. Sie propagieren unentwegt Vielfalt und Toleranz, sind aber die intolerantesten, die ich kenne. Das gehört doch dazu, dass man sich inhaltlich dazu austauscht. Um dieses einmal klarzustellen, haben wir diesen Dringlichkeitsantrag gebracht, auch um die Geschehnisse in Ribnitz-Damgarten nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, und ich denke, es ist wichtig, dass es jetzt das Verwaltungsgericht klären wird, denn da wird entschieden, ob diese Maßnahmen verhältnismäßig waren, sowohl des Schulleiters als auch der Polizei. Und ich bin zuversichtlich, dass dort ein ganz klares Votum rauskommen wird. Und dann bin ich gespannt, inwieweit sich auch die Landesregierung sozusagen dazu äußern wird. Denn es braucht, und das ist ja da, was die Vielen Mutter Dank, fordert, Herr Abgeordneter, eine Entschuldigung ich weise darauf der Landesregierung. Hin, dass das ist das, was die Mutter fordert. Vielen Dank, werte Kollegen.